Hi, grüßt euch. Mein Name ist Tom, ich bin vom 7er Inc. Und jetzt kommen gleich die ersten Seminarteilnehmer. Und hier geht es gleich richtig rund und ihr seid mit dabei. Let's go! So, an alle Seminarteilnehmer, die bei mir mitmachen, kriegen hier ein kleines Goodiebag. Mit dabei ist unter anderem für jeden Wasser unendlich, ja. Dann unser eigener Eistee, den dürft ihr hier verköstigen. Natürlich darf ein Stift zum Schreiben nicht fehlen, handsigniert mit 7er Ink. Dann gibt es unseren Notizblock, dazu passen unseren 7er Ink Aufkleber. Ja. Mit dabei natürlich dieses Handbuch. Das Handbuch beinhaltet alles, was ihr braucht, um wirklich effektiv durchstarten zu können. Ja. Das sind über 100 Seiten dick. Das werden wir an dem Grundkurs durchnehmen und natürlich eine Tasche von 7er Ink, die dürft ihr gerne behalten. Und in dem befindet sich der komplette Inhalt, ja, was ihr alles brauchen werdet für den Teil 2 am Sonntag, damit ihr auch ordentlich tätowieren könnt. Daniela, du hattest einen sehr weiten Weg hierher, stimmt's? Aus Herten, NRW kommt. Aus NRW. Ist das Ruhrgebiet? Ja. Ja, aus dem Ruhrgebiet ins tiefste Bayern für dieses Seminar. Wie fandest du es? Mega. Ja? Also wirklich total viel mitgenommen, cool. Mega informativ, total ja. Nett, alle Fragen beantwortet. Also mega. Ich kann es nur empfehlen. Waren ja jetzt 2 Tage, ne? Ja. Am ersten Tag sehr viel Input in Form von theoretischen Teilen, ne? Und jetzt haben wir viel tätowiert gemeinsam. War gut? Ja. Super. Total gut, kann mich nicht beschweren. Ganz mega. Viel gelernt, viel mitgenommen, Fehler ausgemerzt. Also cool. Ganz toll. Cool. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. So, hallöchen Sarah. Du warst auch Teilnehmerin? Ja. Sehr schön. Du kommst von gleich um die Ecke. Genau, ich komme aus Buchloe. Sehr schön. Das ist ein paar Kilometer weiter. Hier ist Bad Wilhelmshofen und Buchloe ist praktisch eine Zugstation weiter. Genau. Ja. Du hast noch nie eine Tattoo-Maschine in der Hand noch gehabt, ne? Nie in meinem Leben. Ja. Hast du jetzt einen besseren Einblick bekommen dafür, was man können muss? Oder tappst du noch im Dunkeln? War es hilfreich? Es war ziemlich hilfreich. Es waren am ersten Tag ziemlich viele Informationen, ja. Mit denen ich am Anfang etwas überfordert war, aber ja. Am zweiten Tag, wo es dann in die Praxis ging, konnte man es dann auch einfach umsetzen und ich ja. Konnte sehen, was ich doch für Talent habe. Korrekt, das ist schon meine Ansage. Ja. Genau, das theoretische Wissen kann man nachblättern. Ihr habt nämlich ein Handbuch bekommen, ne? Genau. Willst du das auch machen? So ein bisschen drin schmökern und so? Ich konnte mir Notizen aufschreiben, ja. Und alles, was ich wichtig fand. Cool. Mega. Ziemlich gut ja. Und begleitend zum Seminar oder allgemein gibt es immer noch den YouTube-Kanal, da sind viele genau, Infos ja. Und die Gruppe halt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und genau. Da wirst auch du mit drin sein. Ne? Sehr schön. Weiteste Anreise hattest du? Grüß dich. 790 Kilometer genau. Aus Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Du hast schon vorher so ein bisschen tätowiert? Ja, ich bin jetzt so knapp 2 Monate dabei. Mhm. Ja, konnte aber durch das Seminar noch viel mitnehmen. Lohnt sich auch für jemanden, der noch gar keine Erfahrung hatte, selbst der ein bisschen Erfahrung hat. Also das Seminar ist echt Bombe, Preis-Leistung-Verhältnis. Ja, mega. Cool, freut uns auf jeden Fall. Hast du ein bisschen was verbessern können, mitnehmen können? Ja, auf jeden ja? Fall. Cool. Würdest du es wieder machen? Na klar. Auch ein paar Kilometer hergefahren. Aus München. Aus München, genau. München, Bad Wilhelmshofen sind 80 Kilometer. Ein bisschen weniger, 35 Minuten. 35 Minuten, ja, ist viel genug. Manche wollen nicht mal in die Innenstadt 35 Minuten fahren. Ne? Hat sie was gebracht? Auf jeden Fall. Ich kann super viel mitnehmen, weil es ja. Mein erstes Mal. Cool. Und macht Spaß. Stimmt, du hast auch heute das erste Mal eine Tattoo-Maschine überhaupt in der Hand gehabt. Genau, richtig, ne? Ja. Aber du hast die Videos verfolgt? Ja. Vom Tom? Ich habe fast alle Videos gesehen.
Cool. Und das war auch der Grund, warum ich dann hier zum Seminar gekommen bin. Ja, und du hast, das hast du uns erzählt im Vorfeld, du hast aber schon viel Equipment gekauft und so weiter, dies, das, und warst so vernünftig zu sagen, bevor ich das auch benutze, lass es mir nochmal beibringen von der Person, die ich da bei YouTube gesehen habe. Ja. Cool. Das war auf jeden Fall wichtig für mich, dass ich vorher auf jeden Fall alle Informationen bekomme. Vorbildlich. Und dann auch richtig starte und mir keine Fehler aneigne. Ja, mega. Dankeschön, dass du da warst. Gerne. Und ich hoffe, du hast was gelernt. Auf jeden Fall. Sehr schön.